Ein kleiner Riss an der Ringbahnbrücke hat für große Furore gesorgt. Den ganzen Tag geht das so und das nervt einige. Das ist eine Katastrophe. Nächstes Mal kaufe ich mir ein Flugzeug oder einen Hubschrauber. Nun musste die Brücke einfach abgerissen werden. Da stellt sich ja mir schon fast die ketzerische Frage, ist das hier vielleicht die nächste Brücke, die bald einstürzt? Dieses Ereignis hier bringt natürlich mal wieder ein Problem richtig schön in den Mittelpunkt. Nämlich unsere Infrastruktur in Deutschland ist marode. Und besonders das Thema Brücken spielt natürlich dabei eine ganz wesentliche Rolle. Und da fallen mir zwei Beispiele ein. Die Carola-Brücke in Dresden und natürlich jetzt hier jüngst die Ringbahnbrücke in Berlin. Damit sowas ja nicht mehr passiert, hat ja die Bundesregierung ein Sonderprogramm aufgelegt unter dem Namen Sondervermögen, Infrastruktur und Klimaneutralität. Ich habe das mal recherchiert. Das Programm ist wirklich eins der größten in der Geschichte Deutschlands. Es geht hier um 500 Milliarden Euro, die dem Kernhaushalt in den nächsten 12 Jahren zusätzlich zur Verfügung stehen sollen. Es geht allein um 100 Milliarden Euro in Investitionen für den Klima- und Transformationsfonds. Dann gibt es 300 Milliarden Euro, die dem Bund zur Verfügung stehen. Dann bleiben noch 100 Milliarden Euro, die fließen an die Länder und Kommunen. Und mit diesem Geld müssen die natürlich ihre Straßen und Brücken erneuern. Wenn man das nochmal runterbricht, dann sind das ja auf 12 Jahre so um die 40 Milliarden pro Jahr viel Geld. Aber für das, was du gerade aufgezählt hast, für die Bereiche ja gar nicht mehr so viel, ehrlicherweise. Ich habe mir auch bei der Vorbereitung auf die Doku immer wieder die Frage gestellt, wie das eigentlich passieren konnte. Egal ob Dresden oder die Ringbahnbrücke in Berlin. Das war ja eigentlich ehrlicherweise lange abzusehen. Ich bin jetzt gerade in Stuttgart angekommen und bin von Berlin auf vielen Brücken gefahren oder unter vielen Brücken auch durchgefahren. Und jedes Mal habe ich mir die Frage gestellt, könnte diese Brücke jetzt einstürzen? Und aktuell stehe ich wieder auf einer Brücke in Stuttgart mit einem wirklich traumhaften Ausblick über Stuttgart. Und ich habe mir die Frage gestellt, was Kommunen und Gemeinden und Städte dagegen machen können, dass dieses Gefühl nicht aufkommt. Und genau das gucken wir uns jetzt an. Moin, sorry. Hi. Grüß dich. Hi. Danke, dass ich da sein darf. Ja, super. Dann lass uns starten. Unbedingt. Wenn ich das ja richtig verstanden habe jetzt, dann wart ihr ja beim Autobahndreieck Funkturm in Berlin maßgeblich daran mit beteiligt. Das ist richtig. Wir sind seit 2017 im Projekt drin. Wir haben da die klassische Projektsteuerung, aber darüber hinaus haben natürlich noch andere Aspekte reingebracht ins Projekt, weil es uns wichtig ist. Das ist ja ein Riesen, also ich komme ja aus Berlin und das ist ja ein riesen Fadenkreuz, was da zusammenkommt. Ich habe gelesen, irgendwie 200.000 Fahrzeuge, ja. 100 pro Tag richtig dran. Klingt jetzt erstmal viel, ist auch, oder? Ist tatsächlich viel. So ein Autobahndreieck hat eine hohe Konzentrationswirkung. Wir haben das erkannt und deswegen bündeln wir aktuell unsere Kräfte genau dem Thema. Bei uns heißt das Erhaltungsmanagement für Brücken. Und da geht es genau darum, wie können wir CO2-neutral oder möglichst CO2-neutral Brücken sanieren? Wie können wir die Vergaben dafür tätigen? Können wir vielleicht auch mit anderen Abwicklungsmodellen arbeiten, um die Geschwindigkeit hochzubringen? Und zum Beispiel auch zu überlegen, wie können wir überhaupt Brückenportfolios clustern? Für Kommunen, aber auch für Bundesländer. Und die Fläche, also das ist ja 200.000 Fahrzeuge, auf was für eine Fläche beschränkt sich das dann da, dieses Dreieck? Es ist tatsächlich ein sehr kurzer Abschnitt. Es sind nur 2 Kilometer, aber wir haben dort 25 Brückenbauwerke auf kürzester Distanz sitzen. Und das ist tatsächlich die Herausforderung. Mhm. Es geht gar nicht so sehr immer um diese Länge dieses Abschnittes, sondern eher um die Komplexität. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, warum saniert man dann jetzt so eine Brücke eigentlich so spät? Oder hätte man nicht da das schon viel früher machen müssen und nicht als Megaprojekt dann in einem Rutsch machen müssen? Ja. Wir wollen genau an einem anderen Punkt ansetzen, dass wir das besser machen, dass wir frühzeitig erkennen, wie können wir diesen Brückenbauwerken helfen. Letztendlich muss man natürlich auch sagen, wir haben natürlich große Herausforderungen im Bereich der Planung und Genehmigung. Diese Prozesse dauern sehr lange und man muss es wirklich so sagen, leider werden wir sehr oft von der Realität eingeholt, sodass wir dann auch wirklich zum Beispiel wie bei der Ringbahnbrücke nur noch diesen abrupten Abbruch als Lösung haben. Das heißt also, man verlagert dieses ganze Thema schon vorne, also eigentlich bei der Detektion quasi von diesem Ganzen. Wann ist so eine Brücke sanierungsbedürftig, um es dann eben mit allen bürokratischen Verfahren, die wir so haben in Deutschland, dann doch rechtzeitig zu schaffen und nicht erst zu einer
Genau, das ist die Aufgabe. Genau, das ist die Aufgabe. Wir haben das Ziel, dass wir darüber wirklich diese Sperrungen eigentlich auch wirklich maximal reduzieren wollen. Ne? Ich glaube, kennt jeder von uns, eine Sperrung ist immer das, was uns am meisten irgendwie auch nervt, so ein bisschen, wenn wir da rumfahren. Und wir fragen uns auch ganz oft, okay, warum ist denn das eigentlich so? Und genau das sind die Themen. So, wir fahren jetzt mal zu einer Brücke und gucken die uns genau vor Ort an. Und bevor wir da hinfahren, habe ich noch ein paar Fakten für euch. Wusstet ihr, dass Deutschland über rund 39.000 Brücken im Bundesfernstraßennetz verfügt? Laut einer Untersuchung des Bundesamts für Umwelt- und Naturschutz gelten mehr als 8.000 dieser Brücken als sanierungsbedürftig. An Bundesstraßen sind es rund 3.000. Und jede zweite Brücke in kommunaler Hand ist sanierungsbedürftig. Zusätzlich müssen über 1.100 Bahnbrücken instand gesetzt oder sogar ersetzt werden. Wir sind angekommen jetzt und auf uns wartet jetzt mein Kollege Christian. Das ist unser Brückenexperte. Na dann, let's go. Let's go. Hi, moin. Hi. Grüß dich, hi. Grüß dich. Schön, dass wir jetzt mal vor so einer Brücke stehen gemeinsam. Also nicht nur theoretisch, sondern so richtig praktisch. Wenn die Brücke hier hinter uns gesperrt wird, was bedeutet das für die Stadt und die Bevölkerung? Also grundsätzlich entsteht natürlich ein Stau. Und alle sind genervt. Alle sind genervt, richtig. Die Verkehrsteilnehmer müssen alle umfahren. Die suchen sich natürlich alternative Strecken. Die dauern länger, mehr Abgase werden produziert, mehr Lärm wird produziert. Die Fahrtstrecken verlängern sich. Das kostet Geld auch für Handwerksbetriebe, für Logistikunternehmen. Also sehr viele negative Effekte. Kann man das irgendwie so beziffern, das ganze Thema, was dann da so passiert? Am Beispiel der Ramede-Talbrücke kann man das beziffern. Dort hat der Verkehrsverband in Westfalen über die IW Consult GmbH eine Studie veranlasst. Und dort wurde praktisch ermittelt, dass bei der Brücke, die 2023 zurückgebaut wurde und 2021 gesperrt wurde, ungefähr 1,8 Milliarden Euro an Folgekosten entstehen. Warum gab es dann jetzt so lange so einen Sanierungsstau bei großen Infrastrukturprojekten? Ja. Das Thema war ganz lange einfach nicht präsent. Wir haben uns darauf verlassen, dass wir eine Infrastruktur haben. Und genau das ist jetzt der Gamechanger eigentlich, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt dieses große Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro. Und jetzt geht es genau darum, dieses Geld gut zu nutzen, damit die Infrastruktur auch für morgen wieder stabil ist. Und wenn man das jetzt irgendwie technisch nochmal sich anguckt, was hat das denn damit auf sich? Gut, das sind die Defizite aus den vergangenen Jahrzehnten. Das heißt, viele Brücken sind in den 60er und 70er Jahren gebaut worden. Ja. Ganz einfach gesagt, die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die über eine Brücke fahren, haben sich um ein Vielfaches erhöht. Mhm. So weit erhöht, dass die Brücken statisch nicht dafür ausgelegt sind. Und das bedeutet in letzter Konsequenz, dass praktisch die Brückensubstanz, der Substanzverzehr immer weiter steigt. Man kann sich das vorstellen wie eine Büroklammer, die man hin und her biegt. Okay. Irgendwann bricht sie ab. Ja. Und genauso ist es bei Brücken. Jede Überfahrt bewirkt was mit dem Brückenbauwerk und führt zu einer Abnutzung. So ein bisschen herrscht ja gerade in der Branche Goldgeberstimmung. Es geht natürlich um das 500 Milliarden Euro schwere Paket, Infrastrukturpaket. Und wir haben vorhin ja auch schon gehört, dass natürlich Brücken und Straßen davon saniert werden sollen, aber eben auch in andere Infrastruktur soll Geld fließen, nämlich in Schulen, Kindergärten und andere öffentliche Bereiche. Ich habe aber auch schon mit Menschen gesprochen und ehrlicherweise sehr vielen Menschen aus der Branche, die immer wieder betont haben, dass diese 500 Milliarden, die so gigantisch klingen, einfach nicht ausreichen werden für das, was auf der Agenda steht. Jetzt gibt es ja momentan in Deutschland echt viele gigantische Infrastrukturprojekte. Und eigentlich wollen wir ja nur über das Thema Brücken sprechen. Aber so ganz um das Thema Tunnel kommt man ja eigentlich nicht drum rum. Und bei Frankfurt oder in Frankfurt, der Riederwaldtunnel ist ja jedenfalls den Leuten in der Branche so ein Begriff. Richtig. Aber ich glaube, da kannst du einfach ein bisschen mehr zu sagen. Kann ich gerne machen. Auch beim Riederwaldtunnel ist es so, dass wir dort zwei bestehende Autobahnen miteinander verbinden wollen. Die große Herausforderung ist, dass es innerstädtisch ist. Und genau das ist das Thema. Wir brauchen diesen Tunnel, um die beiden Autobahnen zu verbinden. Und gleichzeitig haben wir aber die Herausforderung, neue Straßenbahnverbindungen zu bauen. Wir brauchen neue Straßen, um auch dann auch dieses Quartier, dieses Stadtviertel nochmal neu zu erfinden. Und genau das ist das Thema. Auch da kommen wieder Brücken zum Einsatz. Und die brauchen wir einfach als Lebensader in diesem gesamten System. Heißt nachher erhöhte Lebensqualität? Oder? Ja, absolut. Aktuell ist es so, oder das Ziel ist es, dass wir ca. 36% des Verkehrs wegbringen wollen aus dieser Region, aus diesem Stadtteil. Mhm. Es wird viel grüner werden, es wird ruhiger werden und damit geht die Lebensqualität natürlich maximal nach oben. Was ist denn so eine Komplexität nachher? Das hat einmal die Herausforderung rein vom Baulichen her. Ja? Also der Frankfurter Baugrund ist ein besonderer. Wir haben tiefe Bauwerke, die auch ins Grundwasser eindringen. Auch da müssen wir natürlich erhöhte Anforderungen haben. Mhm. Grundwasser ist ein unglaublich hohes Gut für uns. Mhm. Das muss geschützt werden.
Zum anderen sagen wir auch ganz klar, okay, wir können in dieser Stadt es nicht verantworten, dass wir den Verkehr zum Erliegen bringen, nur weil gebaut wird. Das heißt, wir müssen alles unter dem laufenden Verkehr planen. Ja, alle Baumaßnahmen, alle Bauphasen werden genau darunter zusammengefasst. Und natürlich hast du auch dann weiterhin dieses Thema, dass egal was wir machen, das Thema Mensch unglaublich wichtig ist. Das heißt, alle Emissionen müssen auf möglichst geringem Maß gehalten werden. Um einfach mal ein paar von den Herausforderungen zu nennen. Ne? Viele Beteiligte natürlich darüber hinweg. Also das Klassische, was das Bau natürlich einmal ausmacht, aber was es auch so spannend macht für uns. Was sind denn eure Aufgaben in diesem konkreten Projekt jetzt? Für unseren Kunden, die Autobahn GmbH des Bundes, erbringen wir die klassische Projektsteuerungsleistung. Aber aufgrund der Komplexität haben wir ganz andere Ansätze auch noch mit reingebracht. Lean-Management-Beispiel, Prozesse optimieren, Baugeschwindigkeit hochbringen, Transparenz schaffen. Vergabemanagement, komplexe Vergabe- und Vertragsstrukturen in das Projekt reinbringen. Das sind einfach die Themen, die bringen wir rein für unsere Kunden, damit es in Summe nachher gut wird, dass alle an einem Strang ziehen. Damit es pünktlich termingerecht fertiggestellt wird. In time, in budget, mit der besten Qualität. Okay. Ja, danke für die Einblicke und hat Spaß gemacht, bei euch hier zu sein. Super. Danke. Ja. Dann vielen Dank für deine Zeit, hat danke. Mich gefreut. Spaß und gemacht. Vielleicht sehen wir uns wieder, ja? In so vielen Momenten und Aspekten in unserem Leben bietet ja Digitalisierung ein richtig großes Potenzial. Und so auch bei dem Thema Brücken. Und damit natürlich das alles Hand und Fuß hat, gibt es Software-Tools. Und da habe ich Christian gefragt, ob er mir die mal zeigen kann, welche dann von Dresden Sommer wirklich eingesetzt werden, um zu entscheiden, ob Brücken abgerissen werden müssen oder welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit Brücken weiter instand gehalten werden können. Hey Michel, komm rein. Ich zeige dir, wie die Oberflächen aussehen. Ja, sehr gerne. Das ist unser Brückenerhaltungstool, ja. Ein Tool, mit dem der Lebenszyklus jeder einzelnen Brücke in einem Gesamtbestand praktisch auf Jahrzehnte mittel- bis langfristig prognostiziert wird. Das heißt, kann ich mir das jetzt einfach vorstellen, die Software sagt dir, Brücke abreißen oder instand halten? Richtig. Okay. Also Erhaltungsmaßnahmen werden voraus prognostiziert. Mhm. Im Rahmen der Lebenszyklen der einzelnen Brücken wird eben geschaut, wann welche Maßnahme notwendig wird, wann die einzuplanen sind und das eben auf einen mittel- bis langfristigen Kontext. Mhm. Okay, spannend. Und wo habt ihr diese Tools eingesetzt? Macht man das bei jeder Brücke oder ist das wieder nur bei ganz punktuellen möglich? Also wird standardmäßig überall eingesetzt. Das bildet praktisch unsere Grundlagenermittlungen. Wir haben das zum Beispiel bei der Stadt Nürnberg, bei der Stadt Stuttgart und beim Land Baden-Württemberg im Einsatz. Und es wird genau auf diese Art und Weise praktisch dann der Brückenbestand der individuellen Baulastträger analysiert. Wie viel KI oder spielt KI hier schon eine Rolle tatsächlich? Hier ist der Begriff KI noch nicht ganz involviert. Das ist eine Software, das ist ein Berechnungsprogramm. Wir sind aber aktuell in einem Forschungsprojekt tätig. Da wird ein automatisierter KI-Brückengenerator programmiert und wir erstellen dort eine Plattform für die Bürgerbeteiligung. So, das ist unser KI-gestützter Brückengenerator. Der generiert praktisch eine Visualisierung in den frühen Entwurfsphasen von Brücken, okay. So dass sich Bürger da besser identifizieren können. Und der nutzt eben alle wichtigen Trassen und Geodaten, um schon mal Brückendesigns vorentwerfen zu können. Damit. Und das heißt, danach kann ich sofort anfangen zu bauen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ganz so schnell sind wir da nicht. Mit einer frühen Visualisierung schafft man eben, dass die Bürger und die Beteiligten sich eben damit besser identifizieren können. Und die können dann einfach Einsprüche für oder gegen einen Brückenentwurf. Mhm. Also ich nehme die mit auf die Reise einfach genau. früher. Und das verschlankt das gesamte Genehmigungsverfahren. Und dadurch werden einfach Ressourcen geschont und man kann schneller dann Brücken in die Realität umsetzen. Dann danke für die spannenden Einblicke. Ich bin selber gespannt, wo das Thema sich hinentwickeln wird. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Ich bringe dich noch runter. Ja. Ich habe ja in Stuttgart nicht nur Tobias kennengelernt, sondern auch Christian von Dres und Sommer. Und der hatte mir von einem auch echt spannenden Projekt wieder erzählt. Mit der Stadt Nürnberg machen die schon seit 2011 was zusammen. Und in der Zeit von 2011 bis jetzt haben die so rund 300 Brückenbauwerke, also saniert, dokumentiert. Die haben das teilweise saniert und wirklich auch am Ende visualisiert. Fand ich echt beeindruckend. Das heißt aber auch, dass die Stadt das wirklich pushen muss. Ja, also Nürnberg hat das anscheinend schon priorisiert, da früher in die Analyse einzusteigen und ja, ehrlicherweise auch, dass das so wie in Dresden und Berlin vielleicht nicht mehr endet.
wäre ja auch ehrlicherweise ganz, ganz schön für die Zukunft. Ich habe das Gefühl, durch Deutschland geht gerade so ein richtiger Ruck, wenn es um Infrastruktur einfach geht. Nun müssen natürlich noch die Kommunen und Städte ihr ganzes Portfolio prüfen lassen und in das Thema Erhaltungsmanagement einsteigen. Das ist ganz, ganz wichtig als nächster großer Schritt. Und ein kleiner Funfact am Rande: Die Deutschen sind nicht die einzigen. Es gibt sehr viele europäische Länder, in denen das Thema Brücken gerade hoch auf der Agenda steht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch solche Themen interessieren, dann schaut doch mal hier in unsere anderen Videos rein. Und ich freue mich auf die nächste gemeinsame Reise mit euch.